Letzten Tage wieder im Juli waren für mich einfach nur wieder so, Mann, ach, es ist wirklich schön, einfach im Garten zu sein und einfach das alles auf sich wirken zu lassen und ja, einfach im Sein zu leben. Also ich habe wieder jetzt mit den warmen Tagen jede Menge neue Ernten eingebracht, die ich euch gerne zeigen möchte. Außerdem fangen jetzt auch schon an die ja, Pflanzen weiter zu wachsen, wie ihr jetzt hier sehen könnt, die Melonen. Also hier im Hochbeet, die ragen ja schon noch und nöcher überall raus. Und auch von der Neuanzucht und an meiner kleinen Baumschule gibt es auch wieder ein kleines Update, was ich euch gerne zeigen möchte. Und dann erzähle ich euch noch im Abschluss so ein bisschen von der Artenvielfalt von den Lebewiesen hier. Zeige euch ein bisschen die Wildblumenwiese und erzähle euch dann auch von meinem ja, einzigartigen Ereignis, wo ich mir dann wieder dachte, ach, das kann man wirklich nur in der Natur erleben und das ist wirklich etwas Einzigartiges, in der Natur zu sein und mit ihr zu interagieren. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und dann fange ich mal ganz schnell und abrupt an und erzähle euch ein bisschen von meiner Ernte unten, was ich jetzt so die letzten Tage eingefahren habe. Also die ersten Tomaten sind natürlich auch schon gekommen, habe ich ja schon ein paar Videos dazu gemacht. Auch zu meinen Sorten habe ich schon ein Video gemacht, das kann ich dann auch gerne in der Infokarte verlinken. Da habe ich die ersten fünf schon mal vorgestellt. Das waren so die frühen Sorten, die auch wirklich alle sehr, boah, also eigene Tomaten aus dem Garten, das ist schon wirklich ein, ja, ein Erlebnis. Und da durfte ich halt immer weiter ernten, auch neue Sorten. Da mache ich gerade auch weitere Videos. Da könnt ihr auch euch auf etwas gespannt machen. Neben den Tomaten natürlich auch jeden Tag darf ich einige an Gurken ernten. Auch Zucchinis ernte ich schon regelmäßig und in etwas größeren Mengen. Und auch die ersten Beeten sind schon geerntet worden für jetzt für Freunde und Bekannte zum Beispiel. Also sowas wie rote Beete, ganz klassisch, wie es die meisten Leute auch kennen. Aber ich habe auch weiße Beete und gelbe Beete. Und das ist halt wirklich so diese Farbenvielfalt, die die meisten nicht kennen. Und das ist halt wirklich sehr interessant, auch vom Geschmack her. Manchmal bei der weißen Beete haben mir die Leute gesagt, das wäre so Rettich oder irgendwie sowas. Das ist auch immer so sehr lustig, ins Gespräch zu kommen. Sonst, was ich auch noch immer regelmäßig ernte, sind natürlich Salatköpfe, die ich auch wieder an Freunde und Bekannte mit verteile, die sich dann auch wieder sehr freuen. Die ersten Buschbohnen durfte ich schon ernten. Natürlich auch immer Wintererbsen habe ich auch schon geerntet, aber da ist jetzt die Saison schon vorbei, beziehungsweise die Pflanzen. Sonst ernte ich immer ein bisschen vom Mahngold ab, so reißt die größeren Blätter aus. Chilis, natürlich die Purple Tiger, ist ein bisschen so ähnlich wie die Lila Luzi, glaube ich, weil einer hat mich mal drauf angesprochen, wo er meine Chilis gesehen hat, dass er meinte, das wäre die Lila Luzi. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch eine Chili oder eine Paprika ist, aber eine Purple Tiger, die ist schon richtig scharf, also hat schon eine hohe Skala. Und sonst habe ich noch weitere, so die Cheyenne Yellow zum Beispiel habe ich auch im Anbau. Und da reifen auch schon einige nach. Die ersten Auberginen werden auch schon reif und ja, sind schon im Ansatz zu erkennen. Da wachsen schon die ersten Früchtchen. Und sonst, wenn ich mich ein bisschen erinnere, was ich noch die letzten Tage alles geerntet habe, natürlich auch die ersten Kartoffeln. Ich glaube, das war die Sorte Augsburger Gold. Da hat die angefangen, welke Blätter zu bekommen. Und weil ich das Problem mit der Braunfäule gehabt habe, habe ich dann natürlich da geschaut, dass ich ein bisschen eindämme, dass die etwas frühere Sorte nicht auf meine mittelspäten Kartoffelsorten übergeht. Deswegen habe ich die schon mal vorzeitig geerntet und da habe ich auch schon einige große Knollen rausgezogen oder rausgenommen. Fand ich auch sehr interessant.
und habe mich auch ziemlich gefreut. Da habe ich auch gestern von einer Tai-Chi-Kollegin erfahren, dass meine, ja, dass meine Kartoffelsorten wirklich einzigartig schmecken. Also die Kartoffeln ist kein Vergleich. Und hat sie mir noch gesagt, weil sie aus Sachsen kommt, weiß sie, wovon sie redet. Und da musste ich einfach nur lachen. Das hat mich dann wirklich glücklich gemacht, dass dann wirklich so ein positives Feedback von den Leuten auch zurückkommt. Auch von meiner Mutter, die freut sich auch immer wieder, wenn ich ihr so Obst und Gemüse auch gebe. So diese langen Rettiche nimmt sie auch gerne von mir. Und was ich dann auch bei den Kartoffeln gemacht habe, ich habe so ein paar Samen oder diese grünen Samen, ich weiß nicht, ob sie reif sind oder nicht, möchte ich einfach mal ausprobieren und sie vielleicht nächstes Jahr daraus auch Pflanzen kultivieren. Ist halt eine ungewöhnliche Sache, weil man für gewöhnlich die Pflanzkartoffeln, also die Knolle reinsteckt, aus Gründen der Sortenerhaltung. Man nimmt ja sozusagen, ist eine Wurzelvermehrung oder auch Stecklingsvermehrung, kann man so ein bisschen gleichsetzen. Ich nehme einfach einen Teil von der Pflanze und stecke sie nochmal rein. Das ist das Prinzip, was man mit der Knolle bewirkt. Und das mit dem Samen ist halt wieder so, da bestäuben sich ja alle untereinander. Und ich habe ja mehrere Sorten, überwiegend späte Sorten wie den Blue Congo oder die Rote Emali. Die werden erst so Mitte August reif. Die frühen Sorten im Juni kann man die schon ernten und die ganz späten im Oktober. Aber die ganz späten habe ich jetzt nicht im Anbau aufgrund der Braun- und Krautfäule. Und da muss man halt schauen, weil der Sommer jetzt momentan sehr feucht gewesen ist. Und wenn ich da jetzt schon Probleme habe, dann ist es halt nicht ganz so optimal. Die Stuttgarter Riesen. Mann, ist das ein dicker Oschi. Und hier sind schon ein paar mehr. Ulala, Mr. Sonnenblume. Die Farbe gefällt mir so ein bisschen. So gelb-bräunlich. Genau wie die hier, da hinten. Ich glaube, das ist die Red Sun. Die gefällt mir auch. Die leuchten so schön in diesem braun-rötlichen Ton. Die letzten Tage durfte ich auch sehr viel Knollenfenchel ernten. Den habe ich jetzt hier überwiegend von meinem Hügelbeet rausgezogen. Da waren schon einige prächtige Exemplare mit dabei. Habe mich da auch wieder sehr gefreut, dass es dann doch funktioniert hat. Manche sind mir natürlich auch in die Blüte gegangen. Weiß auch nicht, wahrscheinlich, weil sie direkt in der Sonne sind oder die Erde oder es einfach zu heiß für sie gewesen ist. Habe es aber auch deswegen für meinen Saft zum Beispiel genutzt, weil jetzt die Melonen wirklich anfangen Gas zu geben und die fangen jetzt da an rumzuklettern und da versuche ich das einfach mal ein bisschen wegzuernten, weil sonst kommen sie halt dann wieder in Schatten und versuchen dann keine Knollen mehr auszubilden, sondern wachsen dann eher in die Höhe. Und was ich halt auch wirklich so ein Stichwort in die Blüte gehen lasse, auch sehr gerne mache, ist wie gesagt Salat lasse ich gerne in die Blüte gehen, den Fenchel auch. Hat einfach den Grund, dass halt dann die Insekten und die Wildbienen und alles Mögliche haben natürlich auch was davon. Also zum Beispiel Petersilie lasse ich gerne in die Blüte gehen. Da sind so viele Schwebbienen oder sowas, wie man sie nennt, keine Ahnung. Könnte mich auch gerne berichtigen in den Kommentaren, aber da tummeln sich einfach so viele Insekten und das sehe ich auch, jetzt fängt der Lavendel an zu blühen. Da sind jede Menge Hummeln, vorne bei uns am Eingang zum Beispiel und auf der Wildblumenwiese sind jetzt überall Kornblumen. Der Inkarnatklee ist durchgekommen, der hat wirklich ganz schöne rote Blüten. Dann, was ich auch noch erkennen kann, den Boric, den ich da ausgesät habe, ist rausgekommen. Ringelblumen sind zu erkennen. Ja, Mohn ist noch da. Also da ist wirklich so viel Vielfalt an Blüten nach dem ersten Jahr. Und ich freue mich einfach, wenn es dann immer mehr wird, immer mehr Insekten. Ich habe auch hier schon Libellen gesehen, also zum Beispiel jetzt vorhin. An der Wildblumenwiese war, glaube ich, so eine kleine Libelle, die dann an der Hauswand war. Und letztes Wochenende habe ich eine rote Libelle hier gesehen und ich weiß nicht, woher sie kommt. Weil für gewöhnlich kommen ja Libellen nur
wenn hier so ein bisschen mehr Wasser in der Nähe ist. Und ich habe hier noch keinen Teich oder sowas und ich habe die rote Libelle gesehen. Da dachte ich mir so, was? Woher kommt denn die? Ich habe hier überhaupt kein Biom für sie geschaffen und die fliegt hier einfach rum. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass halt jetzt hier die meisten Leute oder Nachbarn bei mir in der Umgebung Pools oder sowas haben und sie sich da vielleicht ein bisschen rumtummeln. Ich weiß wirklich nicht, wo sie hergekommen ist, aber es ist immer schön. Es ist schön zu sehen. Und freut mich auch wirklich mit den ganzen Tieren und mit der Vielfalt. Und ja, das ist halt einfach ein einzigartiges Gefühl. Und mich freut es halt auch immer tierisch, wenn jetzt bei der neuen Pflanzung und in der Voranzucht die neuen Pflanzen heranwachsen. Ich habe jetzt zum Beispiel Zuckerhut ausgesät, der kommt schon Winter in die wir. Ganz normalen Salat, Fenchel nochmal neu, die wachsen jetzt alle heran. Blumenkohl habe ich auch nochmal neu zum Spaß ausgesät. Vielleicht wird er noch für den Herbst etwas. Also das ist jetzt die ganze Herbstvorbereitung. Und bei der Baumschule geht es den Bäumen auch gut. Die Feige durfte ich zum Beispiel umtopfen von einem Steckling. Und sonst geht es den Bananen richtig gut. Ich habe 4 Stück jetzt. Ich habe aus Samen die goldene Lotusbanane, die silberne Banane herausgezogen. Dann habe ich natürlich auch von Costa Rica damals die Banane Monzana ja mitgebracht. Der geht es auch prächtig im Topf. Die wächst auch ziemlich gut heran. Dann jede Menge Avocados und Sapoten und sonstige exotische Bäume, also die Sapote Negro habe ich zum Beispiel. Und was mir jetzt auch die letzten Tage gelungen ist, dass eine neue Bananensorte gekeimt ist und das müsste die blaue Banane sein. Müsste die blaue Banane sein. Ah ja, ich kann mich noch erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Und komischerweise war es auch genau gestern. Hier hinter mir an der Hauswand war ich so ein bisschen an den Erbsen und an dem Erdbeerbeet ein bisschen rummachen, mich um die ganzen Stecklinge auch kümmern und um die Ableger, damit ich mal ein größeres Erdbeerbeet habe. Habe ein bisschen die Ackerwinde weggemacht und habe ich dabei schon ein bisschen erkannt, dass ein paar Vögel hier im Garten rumfliegen und auch an der Ansichtsstange da rumhüpfen. Hab mir nichts weiter dabei gedacht, habe sie einfach sein gelassen, habe ihnen einfach die Spaß und Freude gegönnt. Und als ich mich dann gebückt habe, ist dann wirklich etwas Wunderbares passiert, wo ich mir dachte, was ist denn jetzt auf einmal los? Auf einmal ist ein Vogel auf meinen Rücken geflogen, ist dort gelandet und ist dann einfach dort geblieben, ist mir dann die Schulter hochgelaufen. Und ich bin ganz langsam aufgestanden und er hatte keine Angst vor mir. Er hat wirklich so eine Zutraulichkeit gegenüber mir gezeigt. Und ich bin wirklich mit dem 20 Minuten lang im Garten rumgelaufen. Auf meiner Hand habe ich ihm so ein bisschen die Kulturpflanzen gezeigt, was ich so anbaue, wie ich das mache, warum ich das mag, warum ich so gerne Melone esse und so. Wir haben mit ihm ganz normal geredet und das war wieder für mich, wo ich dem Vogel einfach in die Augen geschaut habe. Der hat sich so wohl gefühlt, der hat nochmal die Augen geschlossen, mit dem Schnabel so ganz langsam sich geöffnet. Als ich an der Terrasse gegangen bin, dann ist er kurz auf die Pfirsich im Topf gesprungen, da ein bisschen an den Avocados, die ich nochmal neu versuche, aus Körnern zu ziehen, da rumgesprungen. Hat einfach gepiept und dann habe ich ihn wieder auf die Hand genommen und ja, ich habe ihn sogar ein bisschen mit Regenwürmern gefüttert, da habe ich was rausgesucht und der hat sich sogar auch füttern lassen und ich weiß zwar nicht, was das für ein Vogel gewesen ist, da könnt ihr auch mir gerne in den Kommentaren etwas schreiben, aber ich finde einfach diese Zutraulichkeit von den Tieren und das ist ja schon das zweite Mal, dass es passiert ist, dass die Vögel mir hier diese Zutraulichkeit zeigen und
Ich muss einfach nur sagen, das ist wirklich so ein wunderbares und schönes Gefühl, wo ich mir sage, es war für mich die beste Entscheidung, mich dem Garten, der Natur und der Permakultur zu widmen, weil das Erlebnis hätte ich niemals in der IT, im Büro oder sonst irgendwo erlebt, sondern nur in der Ruhe und in der Stille, in der Harmonie, und sagt mir einfach nur so, ich bin auf dem richtigen Weg und den kleinen Freund, vielleicht sehe ich ihn irgendwo mal wieder. Und da werde ich auch im Abschluss, werde ich noch ein paar, ja, einfach so Outtakes nochmal mit dazu schneiden. Da könnt ihr auch noch sehen, wie er piept, wie er rumspringt, und das möchte ich einfach ungeschnitten euch einfach zeigen, und damit möchte ich auch das Video belassen. Gerne, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren und auf die Glocke drücken. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten und Familie von mir und meinem Projekt erzählt, damit immer mehr Menschen mich unterstützen, ich das Projekt weiter am Laufen halten und es weiter aufbauen kann. Und natürlich findet ihr weitere Unterstützungsmöglichkeiten unten in der Videobeschreibung und natürlich auf der Webseite. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr immer wieder dabei seid und hier so bei den neuesten Stand zuschaut. Sonst wünsche ich euch noch schöne Sommertage draußen in der Natur. Hoffentlich habt ihr auch solche einschneidende Erlebnisse. Und ich lasse euch jetzt einfach alleine mit diesen einprägsamen Bildern, mit dem einprägsamen Video von einem kleinen Vogel. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. Ui, neuen Freund. Der war vorhin auf meinem Rücken. Na, sag hallo. Na, der ist ja zutraulich. Schöner Vogel. Na, kleiner Freund. Schon wirklich cool. Weil der ist vorne auf meiner Schulter und meinem Rücken rumgeflogen. Der ist wirklich sehr zutraulich gegenüber mir. Ich weiß gar nicht, was du für eine Art bist. Ist schon cool. Ist süß. Willst du auf meinen Finger? Oder willst du nur rumpicken? Drauf, komm, meine Hand. Gehen wir ein bisschen im Garten rum. Komm. Da wird es ein bisschen knabbern. Ist drauf? Oh. Schon der zweite Vogel. Hier so auf meiner Hand drauf. Oh mein. So ein wunderbares Wesen. Dann irgendwas im Schnabel. Ja, wie süß.